So, Freunde von The Rare, wir sind mal wieder zurück hier in meinem Club und ihr könnt es die Überschrift entnehmen. Es war definitiv das beste Wochenende meiner noch sehr jungen The Rare-Karriere und darauf wollen wir auf jeden Fall aufbauen. Es gibt aber definitiv auch ein weinendes Auge. Leider hat dann doch nicht alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es hätte noch deutlich besser werden können. Das werden wir uns gleich ganz genau anschauen, dass ihr da auch draus lernen könnt. Wenn ihr selber noch nicht bei The Rare am Start seid, nutzt gerne den Link oben in der Beschreibung. Da könnt ihr euch drüber anmelden, nach 5 ersteigenden Limited Card auf dem Markt bekommen wir beide eine Limited zufällig zugewiesen. Das klingt doch ganz spaßig. Gebt natürlich auch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Aber wir wollen hier nicht lange Zeit verplempern. Wir wollen direkt mal reinschauen, was ist vorgefallen am Wochenende. Und wir wechseln direkt mal den Tab zu The Rare Data. Und das ist eigentlich genau die Seite, wo ihr auch am Start sein müsst, wenn ihr The Rare halbwegs professionell, was heißt halbwegs professionell, wenn ihr The Rare überhaupt spielen wollt. Das ist so eine Sache, da gibt es alle Daten, da sind alle Karten drin, ihr könnt da suchen, ihr könnt da alles analysieren. Das ist die Anlaufstelle, wo man auf jeden Fall sich so ein bisschen auskennen sollte. Und wir sehen es jetzt hier, ich bin mit meinem Verein auf Platz 2424 gechartet in der All-Star Division 4. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis aus meiner Sicht, weil wir haben 52 Punkte den Threshold erreicht und das heißt summa summarum, wir bekommen 0,02 Ethereum raus. Das soll im Laufe des Tages noch passieren, sprich so knapp 50 Euro. Das ist genau das, was ich, wie gesagt, jedes Wochenende einfach ja, am besten haben möchte oder jeden Spieltag haben möchte. Natürlich nicht immer möglich, aber umso besser die Karten werden, umso wahrscheinlicher wird das Ganze. Dann sehen wir auch hier aus der Division 5. Da war das Ganze nicht ganz so optimal. Warum, werden wir uns auch gleich anschauen, wer da nicht so ganz performt oder gar nicht gespielt hat. Und dann jetzt hier der ganz traurige Part, Challenger Europe Division 5. Da lief alles so nach Plan. Ich war auf Platz 200, ich war auf Platz 99 dann am Samstag und habe mir gedacht, yo, das könnte die erste Karte werden, die wir hier gewinnen. Und dann, ja, Sonntag kam, Montag kam und wir sind rausgerutscht. Also bis Platz 250, glaube ich, müsste man eine Karte bekommen, also eine zufällige aus diesem Preispool. Und wir sind halt jetzt, glaube ich, knapp 9 Punkte zu schlecht für Platz 250, was sehr, sehr ärgerlich ist. Aber wir fangen mal an mit der ersten Mannschaft. Das war All-Star Division 4. Wie gesagt, absolut top. Wir sehen es auch hier. Ich spiele nach wie vor mit dem Common Keeper. Kann ich euch jedem am Anfang nur empfehlen. Der hat dann knapp 50 Punkte gemacht, bekommt dann ja so knapp die Hälfte raus und dann 28,2. Bram van Polen, trotz einer herben 8:5-Niederlage, hatte hier seine 50 Punkte getroppt mit dem kleinen Bonus von 1,015. Also ich kann Bram van Polen nur jedem empfehlen, der gerade mit The Rare anfängt. Der ist für knapp 50, 40 Euro sehr, sehr preiswertig Kapitän bei Zwolle und performt ja trotz hoher Niederlagen. Da kann man nicht viel falsch machen. Ewut hat ein Tor gemacht, Innenverteidiger, 18 Jahre, glaube mittlerweile 20 Jahre. Beim 2:2 auch absolut top. Dmitri Barinov hat früh gelb bekommen, ich habe schon Angst gehabt, dass er wieder fliegt. Dann gehe ich wieder in den Live-Tick rein, sehr rote Karte, Lokomotiv Moskau war dann Gott sei Dank nicht. Barinov hat dann auch knapp 50 Punkte und Furch nach wie vor absolute stabile Säule im Team. Hat einen Assist beim 2:0 gemacht, hier mit 77 Punkten raus. Und summa summarum sind wir dann echt gut unterwegs. Wir sehen es hier, knapp 60 Punkte würden fehlen. Zu dann tatsächlich einer Karte, die wir gewinnen können. Das ist noch ein langer Weg dahin, aber wie gesagt, sobald wir diesen Threshold hier erreichen von diesen 52 Punkten, bin ich absolut zufrieden. Das ist so das Ziel. Dann kommen wir All-Star Division 5. Wie gesagt, da lief eigentlich gar nichts zusammen. Klar, der Torwart, der spielt nicht. Ist nur ein Torwart, den ich mir holen muss, dass ich überhaupt eine Mannschaft stellen kann. Mit Dimitar Velkovski haben wir einen gehabt, der auch nur eingewechselt wurde, hat 32 Punkte knapp geholt. Owusu habe ich mir damals gekauft, dachte, nice, der Spieler ist jetzt leider verletzt, kann man nicht viel machen, wusste ich vor dem Spieltag auch nicht. Das ist immer die Gefahr, also in der holländischen Liga, das sind halt Mannschaften und auch Spiele, da kenne ich mich nicht 100% aus, da ist mir nicht bewusst, wenn der Leroy verletzt ist. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es dann. Matteo Tossetti auch nicht zum Einsatz gekommen, auch sehr schade. Und Filip Stojkovic habe ich für 20 Euro geholt, das tut ein bisschen weh, kam auch nur von der Bank. Wurde durch Hoarau, den kennt man vielleicht, der ist schon deutlich älter, ersetzt jetzt die letzten zwei Spiele. Mal gucken, ob der Filip da wieder reinrückt. Ich werde ihn auf jeden Fall mal halten, weil der könnte tatsächlich dann langfristig schon wieder spielen. Aber war für dieses Wochenende sehr, sehr ärgerlich. Und jetzt kommen wir zum besten Team und zu dem Team, wo es echt schade ist, dass wir da nicht diese 10 Punkte mehr haben. Wir sehen es hier, Isam, der spielt auch nicht. Wiederum einfach ein Torhüter, den ich halt habe, dass ich aufstellen kann. Weil Torhüter einfach mindestens 100 Euro knapp kosten. Und das habe ich aktuell noch nicht bereit.
klar, durch diese Thresholds haben wir jetzt 50 Euro, da können wir überlegen, ob wir noch einen hergeben und dann einen Torwart auffüllen, weil mit einem Torwart hätten wir es auf jeden Fall geschafft. Also da hätten wir auf jeden Fall eine Karte geholt. Das wäre halt dann schon aus meiner Sicht ziemlich fresh. Lavallee hier mit 81 Punkten, bockstark. Also da ging einiges. Den habe ich mir damals nur geholt. Das war auch nicht teuer. Also der war nicht viel wert. Da können wir auch noch kurz reinschauen, wie viel der damalig wert war. Ist ja zum Glück hier alles auf der Blockchain gespeichert. Das ist immer ganz gut. Lavallee, wo war denn der gute Herr? Hier, für 9 Euro. Das war ein absoluter Schnapper. Und ja, bei einer 2-1 Erfolg mit knapp 81 Punkten rausgehen, absolut stark. Ramselaar auch relativ günstig damals von 10er geholt. Die sind alle deutlich teurer jetzt schon geworden. Ramselaar hat dann 11 Meter gemacht beim 5-1. Da habe ich mir auch einiges versprochen bei dem Spiel, weil Packs Wolle einfach, ja, leider immer noch nicht so on fire ist diese Saison, aber vor meinem Ramselaar war es sehr gut. Ein 12-Quad ebenfalls einen Assist gemacht und Dan Rotz habe ich damals auch geholt, einfach nur so aus Verdacht, ich kannte ihn nicht und ja, er spielt jetzt halt Stamm, hat letzten zwei Spiele getroffen, habe ich dann hier, wenn wir nochmal reingehen, ich glaube auch von 9 Euro geholt, 8,25 und soweit ich das im Kopf habe, kostet er jetzt deutlich, deutlich mehr und da bin ich wirklich am Überlegen, ob ich ihn hergebe, weil ich langfristig glaube nicht davon überzeugt bin, dass er so weiter performt. Aber hier sehen Sie, bestes Offer, 69 Euro. Das wäre halt ein ordentlicher Gewinn. Und da müsste ich halt erstmal schauen, was es dann sonst noch so gibt. Wir können mal gucken, von was der so wegging in letzter Zeit. Also wie gesagt, Surrey Data, absolut die beste Seite, wo man nachschauen kann. Wir sehen es hier, 50 Euro ist safe drin mit dem Dan. Da muss ich echt mal überlegen, weil den plus den Erfolg jetzt von dem einen Spielmodus wären halt die 100 Euro von Torwart. Da fehlt mir natürlich jetzt in dem Team ein Stürmer, da müsste ich mal überlegen, wenn ich da noch holen könnte. Aber das wäre so eine Überlegung, die ich gerade fahre. Vielleicht könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ihr da so seht, aber das war so die Idee dahinter. Soweit zu meinem Wochenende. Also wie gesagt, es war absolut top. Nur schade, dass es halt hier für keine Karte gereicht hat. Das wäre natürlich so das Sahnehäubchen oben auf der Torte gewesen. Und was ist jetzt passiert in meinem Team? Ich habe leider meinen Bram von Polen hergeben müssen. So knapp, ja, ich glaube 43 Euro, 45 Euro habe ich für den bekommen und habe mir dadurch zwei neue holen können. Einmal Ober Mendoza und einmal Alan Gruß. Warum habe ich das gemacht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber wenn wir jetzt reingehen in die aktuelle Woche, in den neuen Spieltag, da hatte ich mit Gribic, der Champions League spielt, gegen Salzburg, mit Barinov, der Euroleague spielt und mit Furch, der halt in der Liga spielt. Drei Spieler, die auf jeden Fall ran können, also die normalerweise spielen sollten. Dann habe ich mir überlegt, ja, da fehlen eigentlich nur noch zwei, die ja irgendwie halt Punkte machen sollten, dass wir wieder diesen Threshold erreichen. Von mir aus auch nur die 25 Euro, aber das wäre halt echt eine stabile Sache, wenn die halt halbwegs punkten. Ich habe also sehr, sehr günstige Spiele gesucht, die spielen sollten. Mit Ober Mendoza haben wir einen, der kostet, ja, hier sehen wir es, 16,55 Euro. Der ist wirklich absolut günstig und das ist auch die Mannschaft Querétaro, die sind letzte in Mexiko. Da läuft nicht viel zusammen, aber wenn wir auf seine Scores gehen, dann sehen wir hier, das ist nicht überragend. Letztes Spiel 6 Punkte, das wäre natürlich nicht ganz so geil, wenn das wieder passiert, aber davor mit 46, mit 22, 43, 23, 34, bin ich ehrlich, da rechne ich nicht mit 4 Punkte, aber mit so 40 Punkte, das wäre aus meiner Sicht echt eine gute Nummer und dann wären das halt, ja, 15 Euro, die ich da recht gut eingesetzt habe, wenn er uns halt diesen Threshold bringt. Den werde ich dann nachher wieder höchstwahrscheinlich verkaufen, weil, ja, warum brauche ich ihn? Aber er spielt halt auf jeden Fall mal. Das ist eine gute Sache. Hat letzten Spiel eigentlich immer Stamm gespielt. Und zum anderen, Alan Gruß, der spielt bei Cincinnati, 25 Jahre alt, also hat noch ein bisschen was vor sich. Hat auch 25, 20 Euro, habe ich ihn, glaube ich, geholt und der spielt auch, ja, regelmäßig, er holt jetzt nicht die großen Punkte ab, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, ob das echt die schlauste Investition war, weil der nicht immer Stamm spielt, aber er könnte Stamm spielen mit Cincinnati, MLS geht es bald Richtung Ende, aber ich hoffe mir da einfach auch so 40 Punkte und dann passt das Ganze, also dann sollte das in der Kombi mit Barinov, Furch und Gribic eigentlich so knapp 205 Punkte auf jeden Fall geben, das wäre so mein Ziel, wer weiß, vielleicht überraschen sie mich, vielleicht spielen sie gar nicht, kann auch sein. Aber so einen kleinen Game habe ich da eingegangen und die werde ich auch höchstwahrscheinlich bald wieder hergeben. Barinov habe ich in der letzten Episode euch vorgestellt, dass ich da sehr überzeugt bin von. Den habe ich für knapp, boah, lass mich nicht lügen. Na, steht es leider nicht dran.
Ich habe mir so eine nette Echse gebastelt, die kann ich euch nächstes Mal auch zeigen, wenn ihr wollt. Da sind alle Werte drin, dass man dann einen Überblick behält. Ich glaube, 68 Euro war Barinov wert. Wenn wir jetzt auf Barinov gehen, dann ist der schon auch deutlich gestiegen, wie eigentlich alle meine Spiele, zum Beispiel Furcht, zum Beispiel Evil Blantings. Aber wir sehen es hier 113 Euro, also das wäre auch eine gute Idee, den zu halten erstmal, weil der einfach ja auf zwei Hochzeiten tanzt, also einmal russische Liga, einmal Euroleague und somit auch Punkte sammelt. Und er spielt auch vor Russland, das kommt auch noch dazu, also da passt eigentlich alles. Jetzt ist aber nächste Woche wieder Länderspielpause, also die europäischen Ligen werden nicht spielen. Da muss ich mal überlegen, ob wir da irgendwie Möglichkeiten haben, da welche zu holen, die in der Nationalmannschaft spielen. Da ja, werde ich auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Das werden wir auf jeden Fall gemeinsam angehen. Vielleicht habt ihr da Spieler, die relativ günstig sind und dann bei der Nationalmannschaft spielen, aber im Verein eigentlich nie spielen. Bei etwas ja, schwächeren Ländern, sowas wie von mir aus Honduras, wie Luxemburg, was weiß ich. Da müssen wir echt mal die Augen offen halten. Und wir haben immer noch Eli Elmkies. Da habe ich euch auch mal gesagt, das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Sache. Weil der gute Eli einfach aus meiner Sicht ein guter Spieler ist. Gerade für die österreichische Liga könnte das werden. Und der ist immer noch 35 Euro wert. Kommt jetzt tatsächlich aus der Verletzung zurück. Er hat eine Warnverletzung. Den hat den ein paar Spiele außer Gefecht gesetzt. 4 Stück, um genau zu sein. Hat jetzt knapp 30 Minuten gespielt bei Admira, deswegen, ja, da könnt ihr auch mal ein Auge offen halten. Vielleicht ist es einer, der euch auch ganz gut gefallen könnte. Er hat die Nummer 10 nicht ohne Grund bekommen aus meiner Sicht. Der sollte seine Chance auf jeden Fall bekommen. Also ich behalte ihn auf jeden Fall mal. Ich habe ihn jetzt auch schon eine Weile in meinem Verein unterwegs. Eli, mach was draus, Junge. Das wird schon wieder. Und sonst habe ich eigentlich keine großen Verpflichtungen gehabt. Sonst habe ich mir halt hier noch den Paul Nardi durch die Rookie League geholt. Die Rookie League auch sehr, sehr nice Neuigkeit. Die ist jetzt unlimitiert spielbar, also jeder kann so oft, er will die Rookie League spielen. Davor war die auf 7-mal limitierbar. Das ist sehr nice, weil da kann man einfach aufstellen und bekommt, wenn man Glück hat, hier einen Goalkeeper wie ich jetzt. Und den kann man dann in ja, den anderen Ligen einsetzen, in Global Division 4 All-Stars. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Sache, weil dann muss man keinen Goalkeeper in Rare kaufen, der so knapp 1000 kostet oder 500, was weiß ich. Und man kann mit denen gehen, bekommt halt knapp die Hälfte Punkte, aber das ist aus meiner Sicht absolut stark. Und ja, soweit zu dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief, was ihr da für Ideen habt, vielleicht auch für mein Squad, vielleicht was ihr da so als Gefahr seht, was ihr abgeben würdet, was ihr behalten würdet. Was ihr wollt, schreibt es einfach rein. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wir sind noch am Anfang unserer Reise und man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss.